Hallo, zurück bei The Long Dark. Statistiken wollten wir uns angucken, weil wir hier gerade in dem. Aha. Ah, das ist ja cool. Das ist ja 14 Sekunden. Ah, ja, 9 Stunden, wa? Ist das längste 10 Stunden? Ah, nee, insgesamt, oder? Nö, hä? So, wo er das längste, was wir gemacht haben. 18 Stunden drinnen, 2 Stunden draußen? Verstehe ich nicht so ganz. Meine Kalorien pro Tag, mein Durchschnitt sind 292, die ich verbrauche? Nee, nicht hier steht der Verbrauchte. Das sieht alles zu wenig aus. Oder ist das erst jetzt ab jetzt zählt? Ja, keine Ahnung. Wissig Detailansicht gibt es noch? Ach, sehr cool. Cool gemacht. Na, okay. Wir wollen zurück zum Spiel. Unser Fräulein hat ein wenig Durst, deswegen trinken wir einen Kräutertee und draußen ist jetzt schon wieder dunkel. Was ein bisschen kacke ist. Wir haben immer noch Durst. Was auch ein bisschen kacke ist. Jemine. Ich glaube, wenn das Video hier draußen ist, müsste ja das vierte Advents-Special auch draußen sein. Und da habt ihr vielleicht mitbekommen, wir haben es leider nicht geschafft, uns alle zusammen. Also, dass wir uns alle treffen konnten. Wie gesagt, das funktioniert manchmal nicht mal, wenn man im gleichen Ort wohnt. Weil es ja gerade. Also, vor Weihnachten manchmal ist ja wirklich so ein kleiner Ausnahmezustand. Das hat uns selber ein bisschen leid getan. Naja, konnten wir jetzt ja auch nicht machen. Weil wir können ja nicht sagen, Patty geht nicht arbeiten. Könnten wir, machen wir aber nicht. Und ja, deswegen. Und wir haben es jetzt leider keinen anderen Termin gefunden, weil, habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen, der Steffen ist bei uns so der Technikermann und der das Filmequip hat und der sich damit ziemlich gut auskennt und doch immer ziemlich gut seinen Job da drin macht. Und der ist dann wieder nicht da, wenn wir dann oder irgendeiner von uns kann. Oh, hört auf, das ist wirklich, wirklich einfach nicht einfach. Und ja, jetzt das Wochenende. Am Freitag ist KIZ-Konzert in Berlin. Da fahre ich mit dem Patty und dem Steffen hin. Samstag ist Weihnachtsfeier, die ich habe. Und ja, Sonntag ist ja der vier. Ist der vierte Advent? Ach so, das ist gerade sehr lustig, weil ich hab gerade drüber geredet, das Video müsste nach dem vierten Advent rauskommen, aber hier ist ja noch gar nicht vierter Advent, ne? Heute ist der. Was ist heute? Keine Ahnung. Dienstag oder Mittwoch, ihr habt keine Ahnung. Man, ich bin so ein zeitloser Mensch, das ist ganz schrecklich. Es können keine Updates installiert werden, Windows. Das ist aber schön, dass keine Updates installiert werden. Seit wann bekomme ich denn so eine Nachricht beim Aufnehmen? Ihr Koffi läuft alles. Ich mag das nicht, sowas. Hat man das jetzt mitbekommen? Warum konnten eigentlich keine Updates installieren? Mein Computer weigert sich, Updates von Windows zu installieren. Oh ja, okay. So. Wie ist denn hier unser Zustand, dass wir noch ein bisschen schlafen wollen? 9 Tage und 2 Stunden. Ich bin so stolz auf uns. Die drei Fragezeichen sind wieder am Start. 4 Stunden Dunkelheit, kein Problem. Die kriege ich rum. Ich würde gern mal gleich gucken. Warum? Was ist denn diese 82? Warum kriegen wir das denn nicht mehr hoch? Ist das, weil wir Durst haben und alles? Finde ich blöd. Wir müssen uns einen richtig schönen Vorrat eigentlich an Trinken machen. Und jetzt noch was essen. Hier. Essen. Ist das. Wir müssen uns so ein bisschen was mitnehmen, glaube ich. Wenn wir jetzt irgendwo. Und jetzt sind wir doch. Wir haben immer noch Hunger? Ist doch nicht. Ist da. Ist hier 700 Kilokalorien ekelhaftes Wolfsfleisch und hat immer noch Hunger. Was ich machen möchte hier war. Hier oben ist doch auch ein Ofen, oder? Weck mich nicht irre. Hallo? Ofen? Guck mal, hier ist dann. War hier nicht irgendwo ein Ofen? Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier ein Ofen war. Bett? Das müssen wir anders lösen. Im Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber. Bringt gerade. Ja, hier ist der Ofen. Hab ich nicht geirrt? Nee, geh mal zurück. Ich will erstmal die Lampe löschen. So. Holzofen. Haben wir hier kein anderes. Wollte gerade sagen. Nimm mal hier das Tannenholz und die meinen guten Feuerstöckchen hier. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Dass ich eigentlich meinte, dass das Video nach dem vierten Advent kommt, nach dem Special, ich aber noch gar keinen vierten Advent hier habe. Das ist super lustig, ja.
Ach ja, und dann ist ja nächste Woche schon Weihnachten. Ja! Ich liebe es. Ach, steck voll drauf. Herrlich. Auch wenn es stressig ist, aber ich finde, das gehört dazu. Das ist total super. Mag ich einfach ungemein. So, wir schmelzen uns jetzt Wasser. Wie das Zeug hat. Ich mach jetzt einfach mal einen Liter. Ich hab hier keinen Bock. Jetzt die ganze Zeit hin und her zu machen. Wie viel trinken wir eigentlich, wenn wir hier, was trinken? 0,5 Liter oder? Wie sieht das aus? So, ich schmelze nochmal einen Liter. Dann haben wir 2 Liter. So. Habe ich sehr fein gerechnet gerade. Meine Verhältnisse waren gerade wirklich gut. nicht, weil ich strunzend doof bin, sondern weil ich eine Mathe-Schwäche habe. Es gibt ja sowas wie eine hier, Lese-Rechtschreib-Schwäche. Die habe ich nicht. Ich habe nur eine, ich guck nicht über meine Sachen rüber, Schwäche. Das trägt den Chris immer tierisch auf. Annika, da sind schon wieder 1000 Fehler drin. Guck doch mal, was du da machst. Und ich denke mir immer, jedes Mal, ja, beim nächsten Mal guckst du nochmal rüber. Mach ich. Ich bin, wie gesagt, ich bin manchmal so ein, ach, komm ich heute nicht, komm ich morgen und denke ich nicht drüber nach, welcher Tag ist heute, Mensch. Und vergesse dann da einfach halt mal drüber zu gucken und finde das aber auch überhaupt gar nicht jetzt so mega monster schlimm. Aber ich verstehe da schon dann die Aufschreie von dem Chris, weil es ist halt nicht schön, wenn irgendwelche Rechtschreibfehler oder es sind bei mir oft Endungen, die einfach verkehrt umgedreht sind, keine Ahnung. Naja. Juhu, wir können die Lampe wegstecken, weil ist Tag und so. Ja, und ich habe halt eine andere Form davon. Ich habe halt wirklich eine anerkannte Mathe-Schwäche. Das Geile ist nur, also wirklich ein Traum, wurde erst festgestellt nach dem Abitur. Super! Bringt einen voll was, wenn man in der Schulzeit das nicht wusste und erst danach ja, wird einem das gesagt. Nun gut. Aber ist ja auch fürs Arbeitsleben sehr wichtig, dass das ein Arbeitgeber weiß. Hat mir denn so viel Hunger, dass ich jetzt... Oh ja, okay, können wir essen. Ja, das heißt Dyskalkulie. Und ja. Lässt sich gut mit leben. Ich denke mal, Leute, die eine andere Form von Schwäche haben, so wie eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, werden wissen, dass das jetzt nicht der Weltuntergang ist, um Gottes Willen. Kann man mit leben, mit alle Dude. Nur ätzend war, waren diese dämlichen Tests, die man da machen muss. Warum klingen wir gerade, als ob wir sämtliche Töpfe an unserem Körper haben, die rumrasseln? So, 27, 16, 16, 16, was haben wir hier so schöne? 12, wie geht's unseren... Ah, oh, die sind schon bei 25, ist ein Traum. Ich wollte mir ein bisschen was einpacken. Kaffee nicht, ja, die gern, die nehme ich mit und die Peaches nehme ich mit und das, weil das bringt nicht so viel. So. Das nehme ich alt mit und ab jetzt raus. Ich gehe mal nach hinten raus. Ach, wisst ihr, was ich ja einem hier reinpacken wollte? Genau das, was da schon drin ist. Warte mal, ist das bei Erste Hilfe drin? Ja. Hier. Pack mal rein, na. Sehr gut. Wir gehen nach hinten raus. Jo. Haben wir mal über meine Schwächen geredet. Ist ja super. Es wird nicht meine Einzelschwäche. Keine Angst. Wie klingt total seltsam. Ist egal. Machen wir da jetzt mal kurz keinen Kopf drüber. Ich höre auch sehr komische Geräusche. So, ich habe jetzt was vor. Ich möchte was gucken gehen. Nehme ich, wie man einen Zweig auseinander nimmt? Nein, natürlich nicht. Auf einer Karte war vermerkt. Wir klingen, als ob wir irgendwo Klangstöcke an uns haben. Was ist denn das? Ah, ich wollte unsere Klamotten mal reparieren, ne? Fahrt am See. Hier irgendwo war auf irgendeiner Karte ein Käfer vermerkt. Ob hier wirklich einer ist, ich weiß es nicht. Wenn nicht, gehe ich da mal noch in die andere Richtung. Wir müssen noch die Falle irgendwo hin machen. Und ich wollte nach den Bunkern mal gucken. Dieses Geräusch. Naja. Ich frag lieber nicht, warum das so ist. Sollte das so klingen, als ob wir jetzt so einen riesen Travel-Rucksack hinten drauf haben?
Und da halt so die Töpfe und was man halt so mit hat, so dran klappert. Also, fände ich jetzt nicht schlimm. Aber es halt auf immer, ist halt was an, ist halt auf immer anders. So, das wollte ich damit sagen. Ich glaube, hier waren wir beim letzten Mal. Sind wir beim letzten Mal so weit gegangen? Ich glaube nicht, ne? Da sind wir wieder umgedreht, warum auch immer. Ich glaube, weil es einfach arschkalt war. Ist jetzt genauso, aber egal. Und da hinten kommen wir, glaube ich, am See raus und jetzt geht mal hier lang. Ich finde es auch ein bisschen irritierend und ätzend, muss ich sagen, das Geräusch. Wo kommen wir denn hier raus? Laufen wir dann wieder zurück? Das will ich nämlich nicht. Jetzt machen wir hier ein bisschen Tempo, weil... Ja, die haben auch ein bisschen die Geräusche. Ich habe mir nicht... Also ich habe mir einiges durchgelesen bei den Updates, aber nicht alles. Ist das ein Cave? Das ist also ein Cave. Höchst interessant. Ich hatte jetzt Angst, dass da vielleicht irgendwie ein Tier oder so drin ist. So, mag mir jetzt einer verraten, was die bringen, die Caves? Neuer Ort. Daves stille Lichtung. Ach, das ist sogar ein Ort. Das ist ja cool. Aber hier ist niemand. Hallo? Cool. Das ist wie dieser Max Still Stand oder wie auch immer das Ding hieß. Okay, wir haben einen Cave entdeckt. Gut, wie geht's uns denn? Schrecklich schlecht. Okay. Aber, wie sieht's denn aus? Das ist noch okay. Uns ist nur kalt. Das ist nicht schlimm. Das kriegen wir noch hin. Ja, dann gehe ich jetzt mal nach dem Bunker gucken. Wenn ich das... Wo sollte mich vielleicht erst aufwärmen? Und dann nach dem Bunker gucken. Ach, immer das gleiche bei The Long Dark. Immer das gleiche. Hier hinten kommt man, glaube ich, wieder zum See raus, ne? Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Koffee kommt mir jetzt nicht entgegen. Was ich ja eigentlich ganz gut finde bei dem Spiel, ist, dass du irgendwie immer einen Ausweg hast, woanders lang zu gehen. Also in vielen Momenten. Nicht immer, aber in vielen Momenten. Oh Mann. Aber ich muss sagen, wir schlagen uns wacker. Wir schlagen uns wirklich wacker und ich möchte auch nicht andauernd sterben, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der Sinn. Immer mit, ja, dann sterbe ich und dann versuche ich weiter die Gegend zu erkunden. Weil im Endeffekt, die Sache musst du ja sowieso wieder einsammeln. Und bei so einem Ding hier, wie sich einen Bogen zu bauen, weil man diese... Weil man... Ach, eine Pistole haben sie, glaube ich, eingebaut. Also entweder... Ich habe nur rübergeguckt. Entweder haben sie nur irgendwas für die Pistole eingebaut oder die Pistole selbst. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Alles okay. Aber ich glaube, ihr ist nur kalt. Alles gut. Das ist auch interessant. Eine Pistole. Ich würde ja gerne eine Pistole finden. Aber nee. Geht ja nicht. So, taub, erschöpft. Vielleicht ist mir ja warm, wegen einer Stunde penne. Wo kann ich... Warum hier ist unten eigentlich hier kein Bett? Mann. Mann. So, Bett. Eine Stunde reicht. Vollkommen. Hoffe ich, um, dass es wieder warm wird. Na? Nein, leider nicht ganz. Und noch eine Stunde. Oh, kacke, ey. Oh. Schrecklich. 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 Ja, jetzt ist besser. War mir zwar klar, dass wir dann Durst und alles haben, aber das ist nicht schlimm. Was ich mache, ist... Mach ich nicht. Gut. Mach ich einfach nicht. Mach ich doch nicht. Entschuldigung. Oh Mann, ich bin gerade wirklich... Ich habe gerade richtig Lust, hier was zu machen und zu tun. Und überhaupt, das waren noch nicht so viel, wollte ich gerade sagen. Es wäre halt richtig cool, ne, wenn wir halt irgendwann, ich glaube kaum, dass wir da komplett irgendwann 100% zu stehen haben bei entdeckten Orten. Ich finde halt einfach nur total cool, wenn wir wirklich noch, wenn wir vielleicht einen fließenden Übergang zum Story-Modus hätten. Das wäre wirklich klasse. Jetzt halt noch so in den Monaten.
Okay, das ist nur ein Reh. Alles gut, alles gut. Oh, schönes Wetter, ey. Also ich glaube, so bis Januar, Februar lässt sich das Spiel gut spielen. Ich finde, das Geräusch klingt wie die Hounds bei Don't Starve. Ja, dass sich das da noch gut spielt. Was ist denn das hier? Heller Schnee? Nicht so heller Schnee. Ja. Gerade hier irgendwelche Lichtprobleme. Ich glaube, so ab Frühling wird mir schon wieder ein bisschen komisch, das zu spielen. Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, Reh, geh mal nach da. Vielleicht kannst du da irgendjemand ablenken. Waren hier die Häschen? Ja, ne? Ja, ich glaube, ich sehe da hinten sogar schon ein Häschen. Alter, dieses Topfklopfgeräusch geht mir tierisch auf den Puffer. Ich hab nicht mal einen Topf mit. Das ist mein Problem. Okay, irgendwelche komischen Geräusche. Sehr, 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 sehr. Das Spiel ist manchmal ein bisschen creepy, muss ich sagen. Alter, gar nicht hell. Schneeblindheit. Da sind Häschen. Da stellen wir unsere Falle auf. Halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Da ist auch ein Häschen. Und oben kommt ein Reh. Ach, die sind so pluffelig, die Häschens. Aber ich glaube. Aber ich könnte die nicht essen. Nicht nur, weil ich Häschen ganz toll finde und selber eins hab. Ich finde, Hase schmeckt einfach nicht. Ich glaube, der Teig schon mal erzählt, weckt mich nicht irre. Platziere ich hier? Platziere ich so. Aber manchmal. Wie soll ich die denn fangen? Soll ich die da rein, ja? Ich lasse da erstmal stehen. Ist mir jetzt egal. So, und jetzt suche ich einen Bunker. Was einfacher klingt, als es ist. Glaube ich. Wie geht's uns denn? Eigentlich alles cool, muss ich sagen. Ach so, warte ich mal mache. Wir haben jetzt ja wieder welche. Ah ne, hier waren sie ja. Tragen. Sehr gut. Sieht total dämlich zwar aus, sie immer so zu halten, aber ist egal. Wo war ich schon wieder? Ach ja, dass ich Hase nicht mag. Ich mag den Geschmack von Hase einfach nicht. Ich finde, das schmeckt nicht. Ich finde den Geschmack voll kurios. Aber ich esse auch kein Hühnchen, weil mir das nicht mehr schmeckt. So ist es halt. Ente esse ich, esse total gern ganz, aber auch halt immer nur jetzt gerade wegen der Weihnachtszeit, ne? Aber Hühnchen ist nicht mehr so meins. Ich habe damals zu viel Hühnchen damit gegessen. Zu allem. Man kann ja auch zu allem irgendwie Hühnchen essen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir dachte, warum schmeckt das eigentlich also scheiße? Ach ja, das Hühnchen dran. Vielleicht liegt es daran. Ja, und dann habe ich irgendwann kein Hühnchen mehr gegessen. Ist wirklich nicht so einfach, weil. Ihr müsst mal überlegen, wie viel. Das ist wirklich total kurios. Man steht auf jeden Fall und weiß nicht mehr, was man essen soll. Oder was man sich in sein Essen reinmachen soll. Weil ich finde Schwein jetzt auch nicht immer so geil. Warum sind denn da immer Wölfe? Warum? Kann mir das bei einer erklären? Warum die da immer rumlungern? Manometer. Ist ja schrecklich, ey. Da komme ich nicht vorbei, wie sie geht schon. Aber ich komme doch auch unten am See bestimmt. Ist ja. Ach, keine Ahnung. Ja, ja, das ist halt wirklich schwer. Und ich esse total gern Rind. Also gerade so ein Steak oder so. Aber ich mache mir deutlich jeden Tag ein Steak. Ist, wirklich. Ah ja, deswegen ist es manchmal ein bisschen kompliziert. Was man da denn isst. Ah ja, aber man arrangiert sich dann irgendwie irgendwann damit. Wolf? Irgendwie ist alles gerade so hell hier. Das ist voll ekelhaft. Aber der Wolf letztens ist auch nicht weggerannt, ne? Könnt ihr euch dran erinnern? Kann ich nicht irgendwie? Würde ja gerne mal schleichen. Aber wenn man hier schleicht, dann schleicht man wirklich. Und es ist ein bisschen sehr kalt. Ich probiere einfach mal aus. Mensch, Leute, mehr. Mehr als sterben können wir nämlich nicht. Trau mich gerade gar nicht.
Wuffi, Wolf, siehst mich nicht? Was ist das denn für eine Technik? Das ist ja genauso wie wenn man bei Metal Gear einen Karton auf dem Kopf hat. Genauso eine Logik ist es hier gerade. What? Ehrlich? Okay. Dauert zwar jetzt geführt 5 Millionen Jahre, aber hey. Really? Alter, jetzt nicht wirklich, ne? Ich trau mich schon nicht umzugucken, ne? Ich weiß, der Part ist eigentlich zu Ende, aber hey. Mühsam annähert sich das Eichhörnchen. Also entweder denkt sich der Wolf genau das gleiche. Wenn sie schleichen kann, kann ich auch. Geh! Gehen Sie bitte weg! Ich suche nur einen Bunker, weil ich das gelesen habe. Keine Freundschaft mit Wölfen. Des Weiteren ist dieser Part zu Ende, Herr Wolf. Und ich würde ihn gerne beenden. Ja, du siehst mich gar nicht. Ich bin gar nicht hier. Ich bin unsichtbar. Mit meiner... Ich versteck mich hinter meiner Fackel, weil ich bin... Strich in der Landschaft hier. Findet gerade einfach nur überaus genial, ne? Findet gerade richtig gut. Also ich meine, so dieses Schleichensystem kommt mir auch leicht durch Fallout bekannt vor. Wenn man da einen bestimmten Skill hat, dann kann man da auch halb an den Leuten vorbeischleichen. Und die bekommen einfach gar nichts mit. Ich würde sagen, geile Sache. Da hinten ist auch ein Wolf. Gar kein Problem. Wir sehen uns hier. Die sehen uns einfach nicht mehr. Okay, aber um den kümmern wir uns dann mal im nächsten Part. Ich versuche mich mal ein bisschen hier in der Ecke zu verschrubeln. Und mach mal kurz diesen. Was ist das denn? What? Oh, naja, okay. Long Dark. Hey, bist immer für eine Überraschung gut. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Mal gucken. Ich denke mal, bei dem nächsten Wolf haben wir bestimmt nicht so viel Glück. Kann ich mir vorstellen. Der springt uns bestimmt wieder an, weil der meint halt, nö, ich sehe dich halt. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.